Mal mein Inventar hier leer machen. Ach so, du bist noch voll. Du Sau. Ja. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von 7 Days to Die. Mit dem Dirk. Besser mit, voll als leer, ne? Genau. Mit dem Mattes. Und mit der Alea. Wobei die Alea sehe ich gerade nicht. Ja, ich bin noch nicht im Spiel. Alea! Wo bist du? Das Spiel lädt wieder so lange. The Batteriebank. Genau, sie nimmt wieder. Ja, eine Batteriebank habe ich gefunden. Und Batterien haben wir auch. Ja, die waren in so einem Lootbeutel. Oh, die Bäume sind gewachsen, Jungs. Wir haben wieder einen Wald. Schön. So, jetzt lädt das Spiel. Hä? Also ich weiß nicht, was Material und Medizin trennt. Was? Was? Ja, wer räumt bei Material Medizin ein? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wer das Schild drauf geschrieben hat, weil die Medizin war schon vorher drin. Nee, ich glaube nicht, weil die Schilder waren vorher alle drin. Da war noch kein Schild drauf. Och. Nein, das habe ich beim letzten Mal, als ich ausgelockt habe, habe ich das da reingeräumt. Mattes? Mann. Mattes? Böser Junge. Böser Junge. Böser Junge. Und böser Junge. So. Boah, gut, dass ich einen Trick weiß, um dich hier auch zu töten. Das muss ich erklären, weil bei Ghost Recon tötet er mich immer. Das muss ich erklären. Die Ghost Recon nicht gucken, die wissen das ja nicht. Aber ich kann ja die Zeit, während wir auf Alea warten, ja nutzen, nochmal auf das Preisausschreiben hinweisen. Also, es gibt ein kleines Preisausschreiben, bei dem ihr ein Original 7 Days to Die gewinnen könnt. Und zwar als Teamgeschenk. Das heißt, ihr müsst selber einen PC-Steam-Account besitzen und dann bekommt ihr das entsprechend übertragen. Was ihr dafür tun müsst, ist eine E-Mail schreiben an gewinn@playerslevel.de. Wiederhole gewinn@playerslevel.de und mit der Antwort oder besser gesagt mit einer Aufzählung. Und zwar in dieser Aufzählung sollte stehen, so viel wie ihr kennt, so viel wie mögliche Namen vom Players Level Multiplayer Squad Team. Also sprich die Leute, die hier Multiplayer spielen auf dem Players Level YouTube-Kanal. So, 4 Leute ist schon mal einfach, falls ihr gerade guckt, ne, ist, denke ich mal, das schon mal einfach zu wissen, welche 4 Leute man da nennen kann. Aber wenn ihr auch nur einen wisst, weil ihr zu blöd seid zum Lesen beispielsweise, ja, dann würde auch Name reichen. Ich starte gerade mein Spiel und es stürzt schon ab. Ja, das finde ich gut. Heiße gelaufen. Aber dann rechnen wir es doch gerade erst an, ne? Ja. So. Das heißt also, 4 Namen sollte eigentlich, oder zumindest jetzt gerade einer beispielsweise, oder 2. Meinen Namen sollte die auch kennen. Nein. Nein. Dann macht es ja wieder spannender. Ne? E-Abo. Gewinnen tut der am meisten Namen, als erstes meisten Namen nennt. Ja, mehrfach. Genau. Mehrfach dein Name ist natürlich erlaubt. Ja, heißt also, wenn ihr jetzt so schnell sagt, so, ich nehme jetzt schnell mal teil, weil ich habe ja die 4 Namen und vielleicht hätte ja noch niemand anders die 4 Namen genannt. Könnt ihr natürlich auch die 4 Namen schicken. Macht doch den Mund, da versteht man es besser. Genau. Und wenn ihr fleißig seid, dann schaut ihr vielleicht auch noch ein paar Videos euch an. Und zwar so als Tipp. Ich würde mal Division 2 gucken. Ich würde mal Ghost Recon Multiplayer gucken. Dann könntet ihr auch noch ein paar Namen mehr finden. Und der Abo, ich weiß. Und dann entsprechend... Ja, einfach an Wissen dazu gewinnen und dann einfach nochmal schicken. Und dann habt ihr vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 Namen. Dann weiß ich nicht genau.
Und dann könnt ihr da entsprechend eventuell, wenn ihr dann in dem Moment der Erste wart, ne, also dies 7 Days to Die, gewinnen. Was ist das für ein Geräusch? Alea macht wieder alles kaputt. Nein! Ich glaube ja, schon. Du bist aber am Knistern. So sieht Mathis auf dem Fahrrad aus. Lügen kannst du nicht, benutze zwei Bildschirme. Mathis fährt Fahrrad. Bicycle! Bicycle! Irgendwas machen, Hauptsache nie in der Welt stehen. Ja, genau. Habt ihr denn alle ein Fahrrad? Nee, das ist mir auch gerade eingefallen, dass ich mein Fahrrad nicht mitgenommen habe. So, ich würde sagen, wir geben Alea noch Zeit, weil ich muss eben mein Fahrrad noch holen. Ja, die kann ja ernten. Die kann auch ernten schon mal. Kann das Haus weiter pink färben. Lach nicht. Du hast es ja noch nicht gesehen, wie es jetzt aussieht. Ich habe nichts gemacht. Ja, ja. So. Na, was machst du denn da? Ich gehe durch einen Tunnel und... Nee, ich meine deine Tochter. Ach so, Alea, was machst du denn da? Das weiß ich nicht. Ich denke, die ist... Ja. Echt? Ja. Du Sau! Und was hast du gerade getan? Ja, ich habe gerade eben habe ich mir eine Pizza reingezogen. Aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt schon wieder esse. Ich aber. Mann, ey. Gut, ich hatte gerade ein Stück Käse. Ha, guck. Ja, aber ich meine, Käse ist doch legitim. Warum lädt dieses Spiel nicht schneller? Fällt unter den Paragraphen, ist halb so. Ja, zieht ihr beiden dann schon mal los, ich warte hier auf Alea. So. Ich weiß ja nicht, wo der gerade hin ist, bist du schon weg. Ja, hat er dich denn als Freund angenommen? Hat er? Beide. Ist ja schon alles gelootet. Ja, wo seid ihr, wo bist denn hin? Richtung Süden. Ja, immer den gelben Pfeil nach. Also bei mir ist der Pfeil gelb. Ich weiß nicht, ob das bei jedem das gleiche, die gleiche Farbe hat. Aber du bist wahrscheinlich über die Brücke gefahren, richtig? Ja. Dann in Richtung Süden, aber hier ist alles gelootet. Stell schon mal mein Fahrrad hin. Warum kann ich mein Fahrrad nicht abstellen? Ah, jetzt kann ich es abstellen. Mein Fahrrad. Weil System Nein sagt. Oh, Fahrrad umgefallen. Hat der Fahrrad auch einen Kofferraum? Ja. War klein, aber hat. So. Oh. Ich hab da mal was versucht reinzutun, aber. Ich darf es nicht tanken, steht hier. Hat ja auch kein Sprit. Ja, ist wirklich sehr klein, ja. Das stimmt wohl. Deswegen wird Zeit für den Truck. Endlich! Ah, du bist im Spiel demnach. Ja, zumindest kam gerade die Meldung. Denk an das Fahrrad, das ist oben noch in der Werkbank, ne? Ja. Habt ihr einen Tresor schon aufgemacht da oben, oder? Warum lachst du? Achso, sie hat den pinken Raum gesehen. Ah, jetzt weiß ich, warum sie lacht. Ich weiß nicht, wer das war. Ich war es nicht. Ich kann nur sagen, als ich auslockte, war der Raum schon so. Okay, wo ist das Fahrrad jetzt? In der Werkbank. Werkbank ist das Ding, was rechts neben der Tür ist. Nee. Ja, ich sag's mal lieber. Rechts daneben? Bicycle. Oh, ich sehe Alea. Ja. Hallo, Alea. Und Alea fällt nicht in die Spikes rein. Nein, ich bin ja extra drüber gesprungen. So, jetzt musst du das Fahrrad nehmen und in deine Leiste unten stellen. In deine Leiste. So, und dann, genau. Du hast es ja schon. Warum steht dein Fahrrad und meins liegt? Ich verstehe das nicht. So, gedrückt halten, dann kann man
interagieren damit. Das heißt, das hat auch einen Kofferraum. Und mit einfach nur E steigst du auf. E. So, und jetzt fahren wir mal den Jungs hinterher. Ja, ich muss mal gucken, wo er überhaupt hin ist. Der fährt so schnell. Ich fahre einmal um die Karte rum. Wie war Klingeln? War H, ne? Nee, H funktioniert nicht. Warum stehen hier Holzkisten in der Gegend rum? Wenn du die wegnimmst, ne? Ja. Da gibt's einen. Okay, das heißt, du hast deine Mine markiert. Richtig. Verrätst du uns auch, was für eine Art Mine das war? Nein. Oh, das tut mir echt leid. Ich hab die weggenommen. Ich dachte, die braucht man nicht. Ja, ich hab die auch gerade weggenommen und... Weil ich dachte, wer stellt sowas unsinnig durch die Gegend? Hm. Ah, hier ist nicht viel an Shops. Papa, denk dran, dass du mich noch zur Party einladen musst. Where's the party? Er ist ab 18. Genau, er ist ab 18. Warte, ich drück mal I. Hab dich geladen. Ausgeladen. Where's the party? So, also irgendwie seid ihr in zwei verschiedene Richtungen gefahren? Kann das sein? Nein, er fährt nur hinter mir her. Ja, ich fahre so ein bisschen durchs Gelände, damit ich noch nach Eier gucken kann. Ich weiß nicht, kann man über Zombies fahren? Nein, kann man nicht. Oh. Ups. Papa. Ja, Entschuldigung, Loot zerstört. Ich bin ein alter Loot-Zerstörer. Es ist aber schön, dass man hier Fahrrad fahren kann, finde ich. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wohl dabei. Also ich habe so ein bisschen jetzt gerade das Gefühl, das könnte ich auch noch länger machen. Ich ist auch gar nicht anstrengend und so. Und trotzdem entspannt, als wenn man wirklich Fahrrad fahren würde. Das ganze Leben ist Beschiss und wir sind nur die Kandidaten. Oh, dann können wir ja jetzt hier mal rechts abbiegen, dann dürften wir die beiden so langsam mal treffen. Oh, Graben dazwischen. Wie robust ist eigentlich das Fahrrad? Nicht so robust, deswegen mach's nicht kaputt. Nee, deswegen frage ich ja, wie robust es ist. Weil ich nicht vorhabe, es zu zerstören. Nicht so robust. Okay, ja, ist eine Aussage. Und da leer. Da war ein Nest. Wie findest du die Fahrradtour gerade? 1600 dpi. Schauen wir mal in dem Ausland langsam. Ne, da war schon jemand dran. Da war auch schon jemand dran. Airdrop. So, wo ist denn meine Branch? Da ist er. Ging jetzt aber zügig, wenn man es zu zweit macht. Aber hier haben wir noch so ein Holzding. Ich habe ja Glück und wir looten noch mal Honig. Honey. Ja, hab Honig bekommen. Hier Honig.
Ja, hier war noch so ein Holz, Flock. Holzstumpf? Stumpf, danke. Kam nicht auf das Wort. Holzstumpf direkt hier an der Straße. Und dann dachte ich so, hält's mal an. Hier ist so oder so auch noch ein, Den komischen Holzstumpf aufklopfen, oder? Ja, den Holzstumpf aufklopfen. Dann kannst du, ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, dass du dann Honig da rausbekommst, aber es besteht halt die Chance, dass du neben Holz dann auch Honig erntest. Ich meine, das ewige Geheimnis dieses Spiels wird es dann bleiben, warum du nicht überall Holzstümpfe hinterlässt, wenn du Bäume fällst. Aber gut. Wir wollen ja jetzt wo nicht bist anfangen, du? Bist du in dem Gebäude hier vorne drin? Links oder was? Das siehst du doch, wo mein Pfeil ist, ja. Dann gehe ich nach Rechte. Guck mal, hier was looten können. Leer, leer. Ja, wir können schon weiter, ist leer. Dann ist der Rest auch leer. Hier war doch auch in der Nähe, ich erkenne diese Ecke, hier war in der Nähe auch ein Bunker. Nee. Oh. Nest, noch ein Nest. Oh. Leer. Ja, sicher ist das alles leer, da wo wir lang gefahren sind. Ja, man darf ja die Hoffnung haben. Nein. Da kommt ein Zombie. Mach ihn kaputt. Was der hier ist? Geht das schon wieder los? Ich muss definitiv mal was an meinen Grafikeinstellungen machen. Das ist schon wieder an Ruckeln wie Sau. Und diesmal rendere ich nicht. Ja, bei mir auch. Wie oft sollen wir dir das denn noch sagen mit dem Rendern? Ich rendere nicht. Nee, jetzt nicht. Kannst du nicht rechnen. Das ruckelt trotzdem. Ich hatte ja gehofft, wenn ich nicht rendere, dass es nicht ruckeln würde, aber es ruckelt. Also diese Lockpick-Geschichte, das gibt's nicht, ne? Alter Schwede. 10 Dinger und der Save ist noch nicht offen. Ja, überlass das doch dem Profi. Du weißt doch, wer das typisch kann. Ja, der ist skilled. Ich habe es nicht geskillt, ich bin einfach trotzdem. Weißt du, das ist ja auch eine Frage der Ruhe. Oh. Deswegen habe ich nachher offen. So, welche Häuser habt ihr schon? Immer dementsprechend gut. Aha, da ist einer ist da drin und einer ist da drin, dann nehmen wir das raus geradeaus. Da steht sogar ein Fahrrad davor. Es steht ein Fahrrad davor. Ja, ein Fahrrad davor. Ja, wenn du Wie auf mich wartest. Oft müssen wir das denn noch mit dem Singen, ey? Das geht ja gar nicht. Ich werde mal auf der HP ein Voting machen, wo die Leute ja voten können, ob ich weiter singen soll, ja oder nein, okay? Boah, das ruckelt. Das wird eh auf Nein hinauslaufen. Nein, ich bin da guter Dinge. Oh, lange keine Cobblestones mehr zerhämmert. Nimm mit. Ich erinnere mich noch an das letzte Mal. Ja, aber wir stehen ja hier auf dem Boden. Ja. Aber sei, ne? Also wir haben ja dafür zumindest schon mal einen Kommentar geerntet. An dieser Stelle schöne Grüße. Ja, hast du einen Kommentar dazu gekriegt? Ja. Hat uns jemand über die, nautischen Einheiten aufgeklärt. Tja, ich habe keine. Irgendwie geht bei mir die ganze Zeit so ein Fenster auf. Das nervt. Was für ein Fenster? So oben so eine Zeile, wo dann irgendwas drin steht. Wahrscheinlich die Konsole mit einer roten Schrift drin. Ja. Ist ein Fehler. Na, wer klopft sich da wieder mit dem Zombie? Ah, die Brüche gefunden. Oh, was soll ich machen, wa? Oh, das Gebäude haben sie aber größer gemacht, als es original gewesen ist. Schön. Haben sie auch gut verrammelt.
mache ein bisschen Platz. Ich habe langsam das Gefühl, wir machen in diesem Spiel eigentlich nur eine einzige Sache. Nein, zwei Sachen. Holzfällen und Paletten weghauen. Ihr seid doch froh, immerhin etwas. Die Tür ist abgesperrt. Ich glaube, dann gehen wir besser durch die Fenster. Aber ich gehe nochmal rum. Da ist ein Zombie. Ja, bei mir ruckelt es momentan so. Na, no, ich habe keine Pfeile eingelegt. Warum habe ich keine Pfeile eingelegt? Und ich habe einen. Ja, ich habe ja keine Pfeile. Sowas. Ja, ihr seid ja gut vorbereitet fürs Loot. Ja, ich hatte ja letztes Mal gesagt, wir haben keine Pfeile mehr. Boah, das ruckelt so. Zufällig Federn hätte. Oh, Blei gefunden. Da kommt der nächste Zombie. Ja, hast du so einen mit Metallschläger zufällig? Ja, der haben sie aber noch nicht gesehen. Okay. Und naja, sei entspannt. Wir gehen einfach so oder so hier hinten ins Haus rein. Dann brauchen wir uns der Zombie erstmal nicht mehr zu kümmern. Dann brauchen wir uns nur noch die Zombies im Haus zu kümmern. Ich muss mal gerade. Hämmerst du schon mal? Ich gucke mal, ob ich noch einen zweiten Metallschläger dabei habe. Ja, habe ich. So, Alea? Hier, ja. Ich schmeiß dir mal ein Metall. Er ist zwar nicht mehr ernst in Ordnung, aber immerhin. Hast du? Oh, das ruckelt so, ja. Ja, muss nächstes Mal mal ein bisschen die Auflösung unterschrauben. Das werde ich wohl auch tun müssen. Ich sehe keine Zombies. Da ist einer. Wieder raus. Raus, 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 raus. Oh! Das nervt langsam, dieses Feld. Nee, jetzt gerade taucht nur dieses Feld auf. So. Der hat sich hingelegt zum Ausruhen. Da ist noch einer. Mhm. Ja, das ist ein Mädchen, die schaffen wir so. Die Metallknüppel sind somit das Beste, was du nehmen kannst zum Hauen. Schnell und effektiv. Normal reichen so 3-4 Schläge und dann ist er platt. Ich habe eine Palette gefunden. Nee. Doch. Hat er nicht. Doch, doch. Nee. Doch, doch. Nee. Doch. Nein. Doch, ich habe echt Sehnsucht danach gehabt. Das klingt wie eine Horde vor der Tür. Ja, oder? Ja, aber total. Vor allen Dingen... Ich widerstehe mal dem Verlangen, an die Fenster gucken zu gehen. Naja, hier laufen nur 3 Zombies rum. 4. Ja, solange sie draußen rumlaufen. Wieder kaputt. Hast du zufällig Stein dabei, Alea? Hm? Ein Stein dabei? Ja. Dann schmeiß mal. Warte, ich muss meins selber noch reparieren. Ja. Die Geschenke sind leer. Ordentlich sogar. Oh, danke.
Das scheint ja eine Schreinerei hier zu sein, das ne? Ist trocken, das drehen wir rum. Finde ich cool. Sieht cool aus. Ich krieg das nicht mehr ab. Wenn ich das abmache, dann weiß ich nicht, ob ich das an der Stelle wieder draufkriege. Jede Menge Metallregale, so mag ich das. Da freut sich unsere Eisenschmelze. Echt? Ja, ich glaube schon. So, und mein XP-Maß ist ja jetzt mal blau. Das bedeutet für mich ganz eindeutig... Meine auch. Ja, ich werde jetzt also gleich sterben. Ich bin voll, ich muss zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, über uns sind Zombies. Ja, da werden mit Sicherheit über uns Zombies sein. Yep. Nee, der ist draußen. Siehst du, seine Hand hängt hier, klippt hier durch die Mauer, durch die Tür. Und ihr auch? Nee. Bei mir total. Der hängt hier so, wackelt hier so durch die Tür, als wenn es irgendwie ein Zitteraal wäre oder so. Oder ein Zombie, der Stromschläge abgekriegt hätte. Zement! Die Cobblestone ist das ja. Ja. Genau. Die offenen Paletten an Zement. Die Säcke. Oh, ich muss schon wieder reparieren. Irgendwie hält meine Sachen auch nicht so lang, ne? Deine halten lang, ja. Keine Ahnung. Was meinst du, welche Sachen halten nicht lange? Eine Axt. Also ich und Alea... Solltest du sie auch dann benutzen, wenn deine Stamina recht voll ist, ne? Und nicht unter 50%. Aha. Das macht also einen Unterschied. Ja, das macht einen ganz großen Unterschied. Oh ne, gerade jetzt fuckt das Spiel. Weil wenn deine Stamina du rausgehst? Immer unter 50% ist, nutzt du die Werkzeuge schon an. Irgendwo versucht gerade ein Zombie reinzukommen. Da ist einer. Ah, da ist einer. Boah, jede Menge Regale hier. Das ist eine Metallsammelorgie, die wir hier haben. Diesmal. Was ist denn jetzt schon wieder? Aber da ist am Dunkel. Hm. Wow. Wir haben gerade erst angefangen. Mein. Wo sollen wir hier über Nacht bleiben? Was meinst du dann hier? Nein. Ich sterbe Angst. Angst. Nein. Nur keine Lust zu sterben. Angst, ach. Potter. Regale, jede Menge Regale. Ich würde sagen, so gegen 8 fahren wir zurück, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, aber wir können ja querfeld einfahren. Ich brauche denn das Stein wieder. Ja. Also dann repariere ich meinen schnell nochmal. So, Steine, boah, bist du da?
Wir machen quasi Steinsharing.